Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer. Einfügen von Gedankenstrichen sowie geschützten Leerzeichen und Bindestrichen. Um Gedankenstriche am einfachsten einzugeben, aktivieren Sie unter Extras, Autokorrektur Optionen, Optionen, das Kontrollkästchen bei Gedankenstriche ersetzen. Die zwei Häkchen sind gesetzt. Okay. Bei der Eingabe zweier aufeinanderfolgender Bindestriche mit Leerstelle davor und danach wird dieser so automatisch durch einen Gedankenstrich ersetzt. Leerstelle, Bindestrich, Bindestrich, Leerstelle. Wenn Sie einen Zeilenumbruch zwischen zwei Wörtern verhindern wollen, so drücken Sie Steuerung, Umschalttaste und Leertaste, um ein geschütztes Leerzeichen einzufügen. Steuerung, Shift, Leerzeichen. Wenn Sie nicht wünschen, dass ein Bindestrich am Zeilenende umgebrochen wird, zum Beispiel in Telefonnummern, dann fügen Sie mit Steuerung, Umschalt, minus einen geschützten Bindestrich ein. So zum Beispiel hier Steuerung Shift minus. Geschützte Leerzeichen und Bindestriche werden, wenn die Option Ansicht Markierungen aktiviert ist, grau hinterlegt angezeigt, um sie von normalen Leerzeichen und Bindestrichen zu unterscheiden. Im Ausdruck und beim PDF-Export wird die graue Markierung nicht mit dargestellt. Ciao und viel Glück!